Ja, es ist ein ganz besonderer Ort, so eine Mülldeponie. Da hat man eine Menge Arbeit damit. Und da liegt dann nun der Abfall und stinkt vor sich hin. Aber der stinkt nicht nur. Er vergammelt, er verrottet, er verfault. Und hey, dabei bilden sich doch giftige Stoffe. Bleiben die da drin? Was ist, wenn es zum Beispiel regnet? Dann würden doch diese Gifte nach unten sickern, womöglich ins Grundwasser rein. Ah, da tut man aber was dagegen, ja. Das heißt, da tat man was, bevor der Müll kam. Da baute man erstmal einen Boden für die Deponie aus Lehm. Und wie man da weiß, ist Lehm ziemlich wasserundurchlässig. Man hatte also eine wasserdichte Isenschüssel. Und auf den Lehm kam dann noch eine Plastikfolie. Breite, dicke Folie. Und die wurden auch nochmal fein säuberlich miteinander verschweißt. Tja, und wenn es nun regnet, dann sickert also das Regenwasser mit all den Giftstoffen und Schadstoffen durch den Müll hindurch nach unten. Und unten am Boden ist ein Rohrsystem, das die ganze Giftbrühe abpumpt und dann nach oben befördert. Da am Rand, seht ihr? Tja, und von da aus geht's dann in ein Klärwerk. Naja, hoffentlich klärt sich die Sache dann hier. Ah ja, da ist noch was. Müll stinkt ja nicht nur, da entwickeln sich auch Gase. Die müssen oben raus. Ja, und das hat man sich so gedacht. Durch den Müll zieht sich auch wieder ein Rohrsystem und in diese Rohre dringt das Gas. Steigt dann nach oben, ja, und oben wird es dann verbrannt. Dann ist es weg. Hoffentlich. Himmel, noch mehr Müll. Ja, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Wird doch sonst zu hoch, der Abfallberg. Da muss man doch irgendwie... Aha, ja, da kommt ein Deckel drauf, aus Erde. Ja, und dann wird so eine schöne Landschaft draus. Ja, aber eigentlich ist es immer noch ein Müllberg. Also mir schwirrt der Kopf. Ich dachte immer, eine Mülldeponie, das ist ein Haufen Müll am Rande der Stadt, wo er nicht stört. Ja, denkst du? Also erstmal, eine ganze Menge Zeug hier will ja einfach nicht vergammeln. Bleibt ewig liegen. Und wenn wir nicht aufpassen, haben wir irgendwann mal keinen Platz mehr zu leben. Na, ihr lacht, aber zum Beispiel hier, ne? Da waren mal Äpfel drin. Boah, die Äpfel sind längst gegessen und vergammelt. Aber das Zeug hier, das bleibt liegen. Das Plastikzeug. 10.000 Jahre lang. Ja. Und wir essen natürlich immer wieder neue Äpfel. Die Äpfel sind weg. Aber das hier, das ist nicht weg. Ja. Und mit jedem Tag wird der Haufen höher. Gar nicht auszudenken. Eines Tages werden wir den Himmel nicht mehr sehen können. Vor lauter Plastikmüll, nicht? Aha. Kombiniere Pflaumenkompott. Auch nicht mehr das Frischeste. Naja, das war mal ein leckerer Nachtisch, aber jetzt ungenießbar, klar. Und vielleicht sogar schon giftig. Ja, und das ist nun die andere Seite der Geschichte, nicht? Es gibt ja verschiedene Müllsorten. Der eine vergammelt, das stört nicht so. Der zweite bleibt ewig liegen, das stört schon mehr. Aber die dritte Sorte, die zersetzt sich, die verändert sich. Und die kann sogar giftig werden. Ja. Das kann schnell gehen, wie bei dem Pflaumenkompott vorhin. Nicht? Aber es gibt auch Stoffe, die können 1000 Jahre lang giftige Stoffe produzieren oder giftige Gase gar. Ja. Ja, ja, unter mir, da tut sich was. Nicht unbedingt was Gutes. Und als man früher solche Deponien baute, da hat man womöglich daran gar nicht gedacht. Ja, dafür gibt es Beispiele. Hier steht eine Wohnsiedlung direkt auf einer alten Mülldeponie. Da hat man früher einfach allen Müll in die nächste Kiesgrube geschmissen. Natürlich ohne Abdichtung, ohne Entgasung und hat sich damals nichts dabei gedacht. Ja, es ist schon lange her, das sieht man an dem alten Müllwagen da. Aber seitdem produziert dieser Abfall giftige Abwässer und Gas. Das kann man nachts sehen, wenn man ein Rohr in die Erde steckt und eine Flamme dran hält. Methan. Und oben drüber wohnen Menschen. Bei denen strömt das stinkende Gas einfach aus der Erde.
und Sie müssen es ertragen. Und Sie haben auch noch andere Sorgen. Die alte Müllkippe bewegt sich. Klar, der Abfall setzt sich. Und die Häuser darüber sacken ab und kriegen Risse. So wie hier im Keller. Der Herr Krause will es jetzt wissen. Also hat er vor seinem Haus ein Loch gebohrt. Und in diesem Rohr jetzt hier ist der Bohrkern. Aus seinem Grund und Boden. Da, bitte. Verrotteter Müll. Und damit auch allerhand Gifte, die ins Grundwasser kommen und ins Gemüse. Herr Krause muss ausziehen. Wie alle Leute hier aus der Siedlung. Denn mit solchen Altlasten kann man nicht leben. Altlast. Ein komisches Wort, nicht? Da haben die Alten Mist gebaut und wir haben die Last zu tragen. Oder ihr ärgert euch später, weil ich heute was wegwerfe. Oder die, die nach euch kommen, haben Probleme, weil ihr Mist bauen wir alle. Ja, das erinnert mich. Ich habe neulich einen ganz besonderen Misthaufen gesehen. Mitten im Wald, beim Spazierengehen. Eine wilde Müllkippe. Da haben irgendwelche Ferkel mitten im Wald alles Mögliche abgeladen, was sie nicht mehr gebrauchen konnten. Das ist nicht nur hässlich, das ist gefährlich. Denn auch hier entstehen Gifte. Und die kommen irgendwann mal aus unserem Wasserhahn. Da muss man doch eigentlich was tun. Und da kann man auch was tun. Da gibt es doch dieses Umweltschutztelefon. Da kann man anrufen. Wenn man die Nummer nicht hat, geht auch die Feuerwehr oder die Polizei. Ja, ist da das Polizeirevier? Ja, ich habe eine wilde Müllkippe zu melden. Ja, sieht böse aus. Chemikalien und so, ja. Das ist in dem kleinen Wald am Elchwinkel. Ja, 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 bitte, bitte, nicht zu danken. Das ist schließlich auch mein Boden und mein Grundwasser, was da eventuell verseucht wird oder vergiftet. Nicht? Ja, deshalb hoffe ich auch, dass die Verpackung von dieser Mülldeponie hier einigermaßen dicht hält. Nicht? Wer weiß, was da unten alles schlummert. Ja, ja, von wegen Abfallbeseitigung, nicht, heißt es immer. Nichts ist hier beseitigt. Der Abfall liegt immer noch rum. Es kommt immer mehr dazu. Ja. Naja, ich pack ja schon. Findet ihr nicht auch? Ein bisschen viel, nicht? Die alten Rittersleute hatten nicht so viel Müll. Ja, müssen wir doch auch schaffen, nicht? Naja, bin ja schon weg.